Wir haben das Problem, wenn wir jetzt an der Decke bohren, dann rieselt euch der ganze Kram in die Augen und dann seid ihr wieder am Quaken. Moin Moin! Manu, meine Engelchen, komm runter! Okay, Conny, ich komme! Moin Moin und Aloha bei Reimanns Live! Moin Moin, liebe YouTube-Gemeinde und herzlich willkommen im Reimannschen Kochstudio. Ah ne, wir sind in der Werkstatt heute. Ich zeige euch mal heute so für das eine oder andere, wie man am besten bohrt, was für Unterschiede es gibt bei Bohrern. Weil so der Otto-Normalverbraucher, der muss ja auch mal ein Bild aufhängen, ne? Oder eine Otto-Normalverbraucherin, gell? Wir haben hier zum Beispiel Metallbohrer. Das sieht man an und für sich an dem Aussehen schon, dass sie Metallbohrer sind. Das ist ja für die Fortgeschrittene, ne? Da kannst du auch richtig ein Loch mitbohren. Holzbohrer ist eine ganz andere Geschichte. Holzbohrer haben zum Beispiel manchmal hier oben so eine Spitze, ne? Damit ihr schön das zentrieren könnt. Und die sind an den Flanken immer blank. Also mit denen könnt ihr nicht in Eisen bohren, ne? Vielleicht 2 Sekunden und dann ist er platt. Aber das steht auch normalerweise auf der Packung drauf, wenn ihr irgendwas kauft, wofür der geeignet ist, ne? Dann haben wir den hier Steinbohrer. Diese Bohrer, das ist ganz normales Eisen. Und wenn man genau hinguckt, haben die vorne hier so einen Einsatz drin. Der ist eingelötet, ne? Und das ist wiederum Hartmetall. Das ist ganz wichtig, zum Beispiel beim Fliesenbohren oder beim Glasbohren, ne? Man kann also rein theoretisch jetzt diesen Bohrer auch für Glas benutzen. Wenn ihr den so rüberreißt, dann könnt ihr das Glas auseinanderbrechen. Das ist so im Groben der Unterschied von den Bohrern. Wenn ihr jetzt zu Hause in dem Wohnzimmer seid und wollt da irgendwie mal was bohren, ne? Dann kriegt ja einer von denen, von dem, der im Haushalt wohnt, wieder einen Herzinfarkt, weil das staubt ja und mit Schmutz und Dreck. Auf der anderen Seite soll ja auch ein Loch gebohrt werden. Wir haben jetzt verschiedene Möglichkeiten. Ich mache jetzt nur mal so einen Bohrer rein, ne? Guck mal so. Die beste Möglichkeit ist natürlich, wenn ihr jetzt ein Loch bohrt, ne? Mit einem Staubsauger darunter halten. Oder einfach so, das nimmt er ran, bohren. Wir haben das Problem, wenn wir jetzt an der Decke bohren, dann rieselt euch der ganze Kram in die Augen und dann seid ihr wieder am Quaken. Dafür haben wir eine Plastikflasche. Ne? Hier haben wir noch einen Dübel. Das kann man auch dann ungefähr sehen, was für ein Bohrer das ist. Nehmt den Dübel. So, passt. Jetzt müsst ihr wissen, wie tief muss ich denn da bohren? Ne? Es kommt einmal auf den Dübel drauf an und dann kommt es auch auf der Schraube drauf an, die ihr dann anschließend reinschraubt. Wenn ihr jetzt diese Länge vom 8er Dübel habt, dann könnt ihr natürlich keine 120er Schraube da reinballern. Ne? Also nehmt ihr eine kleine Schraube. Damit wir nicht zu tief bohren, kann man sich das anzeichnen. Nehmen wir ein bisschen Baggyband hier. So, guck mal. Tiefer brauchen wir gar nicht reinbohren. Ich habe jetzt hier mein Solarlicht hier. Ne? Das wollte ich schon immer mal anmachen, damit hier, wenn jemand in die Werkstatt geht, damit das auch angeht oder ich nicht wieder auf die Ommel falle. Ne? So, fangen wir jetzt mal an mit einem Loch. Das markiere ich mir. Wir können entweder ganz normal bohren oder wir können natürlich auch mit Schlacht bohren. Und los geht's. Ein bisschen kommt natürlich immer runter, aber so könnt ihr auch im Wohnzimmer arbeiten, ohne dass euch alles umherfliegt. So, der eine oder andere, der nimmt natürlich jetzt auch die Hand zur Hilfe. Da haben wir noch einen Trick, den wir machen können. Ein bisschen Baggy Band. Das kleben wir jetzt einfach, ups, hier mal so dran. Können wir eine Schaufel machen. Ach, ist das schön. Ist das nicht schön? Guck mal. So, und los geht's. Jetzt habt ihr beide Hände frei. Dann viel Spaß bei eurem Wohnzimmer, beim Bild aufhängen oder Spiegel aufhängen. So, als nächstes haben wir das Problem, was alle Hobbyheimwerker ja kennen, ne? Über Kopf bohren. Das eigentliche Problem ist ja, wenn ihr am Bohren seid, dann fliegt der ganze Kram, erstmal bröselt das hier runter, dann habt ihr ja überall Lüftungsschlitze und das verteilt alles, das Ganze. Da gibt es an und für sich was ganz Einfaches, das zeige ich euch mal. Nehmt so ganz handelsüblich eine Flasche Wasser oder Wein, Schnaps, auch immer, ne? Wir haben einmal den Deckel, setzen wir den Bohrer an. So,
Jetzt schneiden wir das Ganze so ein bisschen ab hier. Ja, was haltet ihr davon? Meint ihr, das klappt? Das ist genial, ne? So, jetzt ziehen wir den erstmal wieder ein bisschen hoch, dass wir den direkt abschließen. Und dann fangen wir an, einfach mal loszubohren. Ich habe ja immer einen Dübel in der Tasche, ne? Ich gehe nie ohne Dübel nach Hause. Oder nach draußen. Schwupps. Und schon, kann ich mal einen Haken da rein. Weil ich wollte ja schon immer mal einen Haken dran machen, damit ich die Motoren besser und schneller aus meinem Auto rauskriege, ne? Guck mal. Und der Dreck ist in den Becher geblieben. Und solltet ihr noch irgendwelche Ideen haben, wie man irgendwas noch mal machen könnte, ne? Schreibt das in die Kommentare. Gucken wir mal. Und wenn ich das vielleicht noch mal ausprobieren soll, dann mache ich das auf den Reimannschen YouTube-Kanal. Bis später, bis zum nächsten Loch oder bis zur nächsten Idee, die ihr habt. Tschüss.